Yes, mal wieder Peace and Justice gesagt, ne? Herzlich willkommen zu DS Design Midnight Figure Feature. Teil 3 der filmillustrierte Besprechung aus den Jahren 87, 88. Ich habe hier noch 7 Hefte. Wie gesagt, danke nochmal an den Emperor Thomas, dass die ja, echt günstig waren. Man konnte das ja spenden, ne? Sich also überlegen. Ich habe dann eh ein bisschen mehr gegeben, als er damals gesagt hatte, auch was ich ja vollkommen richtig finde. Ich weiß ja, wo das Geld hingeht. Super. Ja, eben die Covers zeigen und dann direkt wieder reinstürzen, weil bei 7 Heften wird das wieder ein bisschen dauern, was wir da so alles am Durchblättern sind. Ne? Und zwar haben wir hier die Nummer 6 vom 1987. Zack. Dann die Nummer 7 aus dem Jahr 87. Müsste da sonst ein bisschen Stopp machen, weil ja, hier sind jetzt so viele Bilder, so viele Stars drauf. Die Nummer 11, 87. Ne? Dann. Oh, die Nummer 6 vom Juni 88, siebte Jahrgang übrigens. Also da gab es dann schon 7 Jahre die Film Illustrierte und wie gesagt, ist geil. Ach so, man beachte auch mal, hier ist das Design jetzt ja schon so, wie ich damals schon so ein paar Hefte hatte, ne? Nur da stand das groß drüber. Dann hat es sich aber nochmal geändert und zwar im September 88, da sah die Film Illustrierte vom Layout dann so aus. Ne? Also. Ja, auch nicht schlecht. Das sieht dann schon sehr magazinmäßig aus. Ich meine, ist ja eh ein Magazin. Aber ich fand dieses alte hier mit der Filmrolle und so, das finde ich eigentlich am schönsten halt von dem ganzen Design, halt so vom Layout oder ja, vom Logo. Dann haben wir noch den November 1988 und den Dezember zum Jahresabschluss hier auch nochmal. 1988. Ja, ich sag mal, guck mal, da war ich ja dann schon fast 15. Ich auch, ich sehe gerade George Lucas Special, Träume vom Fließband. Die anderen Sachen habe ich euch jetzt so gar nicht gezeigt, aber wir gehen ja jetzt gleich eh durch und geben uns dann wieder die volle Dröhnung. Ich sage nur, Kron schmeckt. Ich hole mir jetzt aber kein Bier dabei, weil, nö. Geht ja nicht immer reicht, wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich auf der Tour bin, Suppe halt. Also, falls der eine oder andere immer denkt, ich wäre nur an der Kanne und so, das sieht immer nur so aus, weil ich schneide das ja, außer bin ich dann eh 3, 4 Tage krank danach, wenn der Tag. Oder wenn man mal so wieder 18 Stunden unterwegs war auf der Tour. So, aber egal, es geht um Filme. Wir wollen wieder ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, in die Vergangenheit schweifen. Oh, Poster Interceptor. Aber da gucken wir gleich rein, ob es drin ist und so, ne? Und gucken, was an Werbung wieder ist. Ich sag mal, let's go hinein. Film ab. So, dann sage ich mal, let's get into it, ne? Hier, Nummer 687. Pfeifel der Mauswanderer. Ist ja schon mal nicht schlecht. Aber wie viele Hefte haben wir? Ich glaube, 7 Stück hatte ich gerade gesagt, ne? Und wie immer, wie auch schon in den vorangegangenen Teilen, oh geil, Interceptor. Wie in den vorangegangenen Teilen, wir gehen das dann eh nochmal specialmäßig so ein paar Sachen immer so durch halt, ne? Chronik eines angekündigten Todes. Hier kommen schon wieder die tiefen Filme. Soul Man, ja, damals natürlich auch ein Hit gewesen. Also der Film, Pfeifel der Mauswanderer. Ich glaube, den habe ich komischerweise im Kino gar nicht als Kiddie gesehen. Oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber welches Jahr waren wir? 87, Alter, da war ich 13. Also, das war, wie gesagt, die Hochphase meiner Dings. Das ist geil. Da suche ich auch noch Sachen von hier. Die UFA wird 70. Also 1987, 70 Jahre UFA. Ne, überhaupt halt Kinos dann und so. Und, Alter, wie das, guck mal, Asterix bei den Briten, Star Trek 2, Basil, Crocodile Dundee. Schade, kein Star Wars. Aber ich sag mal, das Kino, einfach Kino damals war total geil. Guck mal, Filmbühne Wien, Alter. Kinohits für Kinder. Ach genau, die haben so eine Tour gemacht. Das ist ganz interessant. Die haben nämlich hier das Kinderkinoschiff. Die waren in verschiedenen Städten. Jetzt gucke ich gerade und das ZDF hat das sogar begleitet. Hier in Zusammenarbeit mit dem ZDF-Filmtheatern. Karlsruhe, Köln, Düsseldorf. Ja, toll. In Dortmund war es natürlich wieder nicht. Doch, ich sehe hier schon Dortmund stehen. Geil. Guck mal hier, Kino zum Anfassen. Kapitol, 2. Juni. 2. Juni 1987. Wo war ich denn da, Alter? Warum war ich denn da nicht? Das ist das einzige Mal, dass da was in Dortmund eine Action war. Hier auch nochmal. Internationale Filmfestival Dortmund im Bambi. Im Bambi, Alter. 2.7. bis 16.8. Ach, schön. Und Kinohits für Kinder. Dortmund im Studio. 16.7. bis 12.8. Jetzt überlege ich gerade. Boah, wo war das Studio? War das Studio auch auf der Brückstraße oder an der Hansastraße?
Ich glaube sogar Hansastraße, das war das Kino, was später nämlich dann nur noch 1,50 Mark gekostet hat, so bevor es zugemacht hat. Da hast du dann immer so Special-Dinger gehabt, das war super auch. Ja, wie gesagt, Kinderkino-Schiff halt, Kinder und Erwachsene, besonders Kino zum Lachen, Miterleben, Aktionen und Animationen. Ey, da waren bestimmt auch mal Star Wars-Sachen dann oder so. Meetings mit Regisseuren, Darstellern, Autoren und Akteuren. Ja, hat das ZDF das nicht noch? Das ist doch scheiße, Alter. Wenn du bei ZDF wieder guckst, Mediathek, bla bla bla, du findest sowas nicht. Warum haben die solche Klassiker nicht? Das ist doch Kinogeschichte, sowas. Egal. Hier, Taipan, auch nie geguckt, keinen Bock gehabt. Ich will diese alten Kinosachen da, diese Specials haben. Der Kampfgigant, Alter. Ja, das ist auch wieder so ein Rambo-Dingsbums-Verschnitt, ne? Ist das nicht auch der Matarzan gespielt hat? Ja, da ist er wieder. Miles O'Keffy. Naja. Das Gesetz der Begierde, Alter. Ausgelöscht. Hier, Nick Nolte. Ach, guck mal hier, Poster. Poster-Alarm, Interceptor. Geil. Das ist echt, guck mal hier, Charlie Sheen. Cheryl Fan, Alter. Oh, da bin ich auch steil gegangen damals als Teenie mit 13. Oh, wie schön. Das hat sich zufällig gelöst. Guck mal hier, da haben wir den Bericht noch. Ja, hier, zwei Seiten. Oh ja, und Starport-Train Nick Nolte ist noch ein bisschen dran. Toll, was soll denn der Scheiß? Und, ja, ich kann es euch ja wieder nicht ganz zeigen. Aber wir können ja mal einmal so entlang gehen. Er kommt zurück, ein Phantom aus der Ewigkeit. Spitze. Ja, auch eigentlich so ein geiler Rachefilm halt. Ach so, deswegen, guck mal, hier ist das andere Poster ausgelöscht. Aber wieso ist das lose? Die Klammern sind doch gar nicht hier. Was auch immer. Korrekt, schön, freue mich. Ab in Rahmen oder so. Gut, hier mal wieder Soundtracks. Schade, kein Star Wars Special. Solar Fighters. Das ist doch bestimmt auch wieder so ein Endzeit-Movie, hast du nicht gesehen. Was haben wir hier? Magic Sticks, Sommerferien. Ich muss ja erstmal wieder gucken. Nicht, dass ich hier wieder so viel aufnehme. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich noch auf der Kamera hatte. Das ist natürlich Arizona Junior, Alter, hier mit. Bin ich doof? Wie heißt der? Nicolas Cage. Asphalt Kid, Alter. Liebe Kinofreunde, ab sofort können wir bereits. Achso, kannst du nochmal nachbestellen hier, cool. Ja, warum habe ich das nicht, was man früher noch alles hatte? Eine Gate, die Unterirdischen. Guck mal hier ganz in der Ecke wieder. Finde ich auch beide Teile super funny halt. Gut, Mannequin ist auch so ein Klassiker der 80s, finde ich halt so für mich. Ja, Asphalt Kid, keine Ahnung, Gothic. Habe ich den Soundtrack von? Den Film fand ich natürlich immer sehr, sehr wirsch halt, ne? Also mit 13 war der. Ich musste da was anderes sehen. Big Trouble in Little China. Guck mal hier auf Video, Alter. Erhältlich ab Mitte Juni 1987. Fett. Defender 2000. Und Don Johnson Heartbeat, Alter. Ey, ach du Kacke. Hier wieder Restposten. Hier konntest du wieder bestellen. Ja, immer noch 6 Marken Poster. Ach, scheiße, schöne. So, was haben wir hier? Geheimnis meines Erfolges, Projekt X. Aristocats, Police Academy 4, ja. Achso, USA, Deutschland ist hier. Platoon, Eis am Stiel 7. Profi 2, Stand By Me, Police Academy 4, ja. Auch geil. Ah ne, da auch 4. Ich dachte, da wäre schon 5 gewesen. Kleinanzeigen, gut, hier ist wahrscheinlich wieder Star Wars. Ja, Star Wars 4 kommt. Am 10. Jubiläumsjahr geht der neue Krieg der Sterne in eine neue Runde. Geht der Krieg der Sterne in eine neue Runde, bla bla bla. Fanclub ist exklusiv dabei. Warte mal, im nächsten Special. Vorschau für die Filmillustrierte im Juni. Ja, gucken, was wir im nächsten Heft haben. Fiverr. So, dann haben wir hier Juli 87. Otto der Film, Alter. 1001 Traumgewinne beim Jubiläumspreisausschreiben. Wieso denn Jubiläum? 87? Verstehe ich nicht. Egal. So, hier haben wir dann wieder den Inhalt. Achso, 70 Jahre Ufer. Achso, wegen 70 Jahre Ufer wieder. Ey, habe ich das als Kiddy nicht mitgekriegt oder warum kann ich mich da nicht dran erinnern? Na gut, jetzt hier. Otto, der neue Film. Keine Ahnung. Die Lust an der Katastrophe. Das ist der Katastrophenfilm. Samantha Fox. Die Königin ist tot. Rita Hayworth. Ja, das war noch Schauspielerin, ne? Los, ich will's da eine Familie zu knutschen. Die Flodders, Alter. Radioactive Dreams, ey. Ein Rockmärchen in CinemaScope. Weiß ich nicht mehr. Mumien und Zombies, geil. Hier, guck mal hier. Das ist ja cool. Tom Savini bei der Arbeit, Alter. Das ist schon hier Day of the Dead. Ist besser als Zombie und das will schon was heißen. Alter, haben sie kurz über Day of the Dead geschrieben? Krass. Oh, hier. Da haben wir ja was. Gute Nachrichten für Star Wars Fans. George Lucas Fantastische Saga wurde zum Bedauern der riesigen Fangemeinde nach der 6. Episode
dritter Film plötzlich unterbrochen. Lucas begab sich in höhere künstlerische Regionen und wollte von seiner Märchenfigur nichts mehr wissen. Da aber auch in Hollywood Kommerz vor Kunst kommt und fehlendes Kapital ja irgendwie wieder aufgestockt werden muss, entschloss Lucas sich, die Arbeit an seinem Jahrhundertprojekt wieder aufzunehmen. Allen gegenteiligen Gerüchten zum Trotz, Star Wars 4 kommt. Hä? Wieso Star Wars 4? Das ist doch ein Druckfehler. Da müsste ja 7. Die Story basiert auf den ursprünglich geplanten ersten drei Episoden, die jetzt alle in einem zweistündigen Film Platz finden müssen. Titel The Clone Wars. Geil. Die Pressesprecher von Lucasfilm hüllen sich allerdings noch in Schweigen und gaben bisher kein offizielles Statement zu diesem Projekt ab. Bla 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 bla. Korrekt. Wie gesagt, gehe ich nochmal extra drauf ein. Das ist ja geil, dass du derzeit, ne, 19, was haben wir gehabt jetzt hier? 87. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Hammer. 40. internationalen Film für Spiele in Cannes. Alter, das war 1987. Da haben die schon 40 Jahre da zelebriert. Was haben wir denn hier wieder? Clockwork Orange, Hollywood Monster. Korrekt, am 25. Juni 87. Die Galgenvögel. Was gibt's denn noch? Todeswahl der Familie zum Knutschen. Gesucht tot oder lebendig. Rutger Hauer, Alter, ja. Das, ja, da, ich sag ja, da war nicht mehr so viel. Also, ich glaube, meine Hoch... Die Flüchtlinge, ja gut, hier wieder. Departieu und Dings. Gab es die nicht dann schon mal irgendwie später nochmal? Wahrscheinlich. Ja, meine Hochzeit war auf jeden Fall dann so, ja, ich sag mal echt so von 1981 an. Also ich war, wie gesagt, mit 5, 6 Jahren ja auch schon oft im Kino. Und ja, vielleicht bis 12. Und ja gut, dann später vielleicht nochmal richtig als Teenie dann und so, ne? Aber das war lang nicht mehr so schön. Wer hat dem Rabbi den Koks geklaut, Alter? Was haben wir für ein Poster hier? Schweingart Luise, der Tiger, weiß ich nicht. Ach so, der Tiger. Ist das Michael Dudikoff? Ja, wa? Ja, unser American Shaolin. Oder wie hieß er? American Ninja. Ach ja, da ist, guck mal da, Rutger Hauer. Sowas liebe ich ja. So eine DIN A4 Plakate dann auch immer. Ne? Ja, Galgen für 007, 25 Jahre James Bond. Ah, hier haben wir so ein Quiz. Ja, schade, dass die Antworten hier schon angekreuzt sind. Sonst hätte man das ja mal machen können. Als Special. Als Special Special, ne? Clockwork Orange, Alter. Hollywood Monster. Ach so, doch, das ist der Emmerich mit der Puppe auch und so, ne? Ja klar, mit der Bauchrednerpuppe. Den habe ich erst immer mit Joey verwechselt. Tin Man. Ja, Kino ist eine tolle Sache. Die Kurbel in Freiburg. Ach man, kein Dortmunder Kino hier. So, das ist natürlich geil. Den Original Camel Trophy Land Rover konnte man gewinnen. Da war Camel ja schwer im Business immer, ne? Was gab's noch? Land Rover. Ein Studiobesuch in Hollywood mit zweiwöchigen US-Aufenthalt. Teilnahme an einer Filmproduktion mit Flug, Hotel und Taschengeld. Dreitägigen Kurzurlaub in München mit Besuch der Bavaria Filmstudios. 10 Rennräder und weitere 987 Dollar Preise. Was muss man denn beantworten hier? Im folgenden Text fehlen einzelne Buchstaben, die hintereinander geschrieben die Lösung ergeben. Ach so, die vier, wie Limp-Produktion, bla bla bla, ja. Dann bin ich ja mal gespannt. Das lösen wir mal gesondert. Ich hab jetzt keinen Bock drauf, weil das dauert sonst wieder zu lange. Ach hier, Rutger Hauer, ja, rest in peace. Gene Simmons, Alter. Aber Gene Simmons, ich vertue mich doch jetzt nicht. Gene Simmons ist doch der... ja, hier der Typ von Kiss, oder nicht? Und der hat ja auch bei, wie ist das mit den Krabbeldingern da hier, mit Tom Selleck, oder wer hat da noch mitgespielt? Boah, wie hieß der Film noch? Ich komme jetzt nicht drauf, Alter. Runaway, Spinnen des Todes, ja, hier steht's doch gerade. Ja, da war er auch. Krass, da sieht man den ja mal ganz anders, weil bei Runaway, Spinnen des Todes sah er halt auch sehr rockmäßig, ne, so Glamrockmäßig aus und so. Drei auf dem Highway, Alter. Charlie Sheen... Cary Green sagt mir aber auch noch was. Woher kenne ich die denn? Ist das die von den Goonies? Steht hier was dazu? Also die hat voll das Gesicht, als wäre das die eine von den Goonies gewesen. Krass. Habe ich wieder was zum Recherchieren. Schon wieder 8 Minuten. Ach so, Video. Ach guck mal, dann ist... Ja, wo war das denn? Habe ich doch in der letzten Ausgabe erst gehabt. 8 Millionen Wege zu sterben, oder? Kaktus Jack sagt mir auch noch was. Videoshow. 2 unter Volldampf. Ach guck mal, John Candy, wa? Yo, Alter. Eugene Levy auch, Alter, ist der Typ von American Pie, der Vater immer. Menschenjagd, geil, hier wieder. Menschenjagd, ist das nicht Dings Amok gewesen? Weiß ich nicht. Richard Bachmann, ja, ist doch King. Aber wusste man da auch schon damals, korrekt. Clive Barker, erste Buch des Blutes.
Ach so, Film und Buch, ja. Briefkasten. Ey, ich habe hier noch ein paar Hefte. Ich bin schon wieder viel zu langsam. Wir müssen schneller gehen. Liebe Kinofreunde, ja, bla bla bla. Sommereiszeit, ja, und schon wieder Möpse hier, ey. Top 10, ach, gezeigt, ach doch, in klein. Five Wilder Mauswanderer, kleine Horrorladen. Schade, ich habe nicht die Hefte mit Geheimnis des verborgenen Tempels oder so, ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht, sowas. Mit 296 Kinos in 21 Großstädten sind wir ein erfolgreiches Unternehmen. Ufa, krass. Forscher, Superman in der Unterwelt, was? Was ist das denn, Superman 4 oder was? Wir gucken mal. So, dann haben wir die 1187. Fehlt natürlich wieder ein paar Episoden, aber egal, guck mal hier. Ja, danke Tina, Pepsi. Ja, Inhalt gucke ich jetzt gar nicht weiter, weil wir sehen es ja jetzt eh, wenn wir hier durchgehen. Kryptolog, was? Starts, ja, ja, gut, das sehen wir hier gleich auch nochmal extra. Der Tod von... Was war das denn? Der Tod von Venedig, wollte ich sagen, ey. Ja, ich habe diese Platte ja hier nur auf so einem anderen Ding liegen. Das ist alles nicht so, wie es scheint immer bei mir, ne? Ah, Spaceballs. Ja, da haben wir doch wieder was Schönes. Korrekt. Ja, nice. Und kommt auch ein Special zu, Letzte Kaiser. Bis heute nicht geguckt. Also manche, von manchen Filmen habe ich mich auch immer ferngehalten. Also, Schwingen des Todes, Mickey Rook, geil, Alter. Vier Abenteuer von was? Was ist denn hier los, Alter? Ja, Fellini und so, das ist alles nichts für mich. Hier, yes. Ah, wir sind Special zu Spaceballs. Ja, müsste ich auch mal meine anderen alten Zeitungen raussuchen. Und wie gesagt, ich sag's ja jetzt in jedem Video, hört er jetzt zum 10. Mal so ungefähr, da machen wir dann eigene Specials, einzelne Specials drüber und ja, lesen dann mal die Texte durch und was auch immer und mal gucken, was ich danach so zu finde. Valhalla. Da kam der raus. Was war das jetzt? 87 noch hier, ne? Ja, 87. Oh, mit Poster von Valhalla. Ja, schön. Habe ich, glaube ich, aber auch nur einmal, vielleicht zweimal in meinem Leben geguckt. So ist jetzt also nicht. Das ist natürlich geil, die alte Filmposter, so, ne? Das war ja früher auch immer so geil in Close-Up-Kataloge dann auch. Ende 90er oder so, da haben sie ja die ganzen Klassiker gehabt hier. Virginia Madsen, Alter. Hier, von Candyman übrigens auch. Ja. Ja. Django's Rückkehr, da ist er wieder. Franco Nero. Hab ich ja auch mal zufällig draußen getroffen. Das heißt zufällig. Also ich wusste, er ist da mit Dario Argento hergelaufen. Und dann musste ich mal schnell stalken und fragen, ob ich mal quick ein Foto machen kann. Also er sagt so dann quick mit Westfalenstadion im Hintergrund. Habt ihr jetzt nochmal gesehen, ne? Gut. Chevy 2000 lief doch auch hier bei Mystery Science Theater, wollte ich sagen, bei Schläferz. Genau, Melanie Griffith, Alter. Unglaublich, ey. Ach, guck mal hier, Special war Steve Martin, auch schön. Was ist los hier? Keine Star Wars News oder irgendwas? Verdammt, ey. Das ist auch interessant hier, nichts als Ärger mit den Titeln. Wie Titel, verhunzt werden im Deutschen halt und so weiter, ne? Also machen wir auch gesondert, wenn einer Bock drauf hat. Also ich habe Bock drauf, ich will das für mich haben. So, was ist hier wieder? Ach so, hier ist wieder ein Preisausschreiben. Hier steht zum Glück nichts drin. Das machen wir demnächst mal, alte Preisausschreiben durch. Ich muss mir das gleich mal aufschreiben, was man alles so noch an Specials machen kann halt, ne? Die Nacht der Creeps, Alter, geil. Wunderbar. Mystor der Todesjäger habe ich mir auch. Auf YouTube gibt es den auch. Das ist auch ein Streifen. Was haben wir denn hier wieder? Die Kino Top 10? Angela, den habe ich sogar gesehen. Habe ich den mit 13 geguckt. Und Full Metal Jacket habe ich auch im Filmcasino gesehen. Krass, Alter. Der Unsichtbare? Nee, das ist ein deutscher Film. Okay, Roxanne. Ja, weiß ich jetzt nicht. Nacht Interceptor. Top. Ach guck mal, da ist ja schon auf Video. Auf Video Master Blaster. Der kenne ich auch noch, Alter. Most Dangerous Game, wieder eine andere Verfilmung davon halt. Hier Graf Zahnhof, bla bla bla. Ne? Leute ab im Wald auf der Insel und so und eine Jagd halt mit Waffen. Oh, hier konntest du Interceptor gewinnen auch. Cool. Geburtstage. Geburtstage sind natürlich auch nicht schlecht. Und wer steht da so bei? Kein Star Wars Dude. Okay, ja, ich immer und Star Wars, ne? Autogrammadressen, was es immer noch nicht gibt. Oh, hier hat einer reingemalt. Die D-Mark 5. Ist das selber geschrieben oder stand das so? Ich weiß es nicht. Was? Ach so, Buttermilk Fresh, das ist so. Ich dachte, hier hätte einer ein Autogramm gegeben. Oh, Masters of the Universe. Auch nicht schlecht. Ich muss mal kurz Pause machen, weil ich muss das mal eben aufschreiben, was ich noch für Ideen habe.
So, kurz hier Infos notiert und weiter geht's. Mit der, was haben wir hier, Juni 88. Oh, jetzt sind wir schon im Jahr 88. Da war ja DSD dann schon 14,5, Alter. So, und direkt erstmal hier American Ice Cream wieder, ne? Hier, Buttermilk Fresh, Rambo 3, Alter, Voranzeige. Das war auch immer geil, da haben sie einen schon geil gemacht, Alter. Dass die ja demnächst erst die Berichte kommen halt, ne? Wer was wo? Und Michael J. Fox sehe ich da gerade. Und hast du nicht gesehen? Was haben wir da noch? Ja, warte mal. Guckt euch so. Jane and the Lost City, Alter. Das ist doch bestimmt auch wieder hier. Jane und die verlorene Stadt, ja, steht ja da nochmal. Mit Sam Jones. Ja, Flash Gordon halt, ne? Ja, was haben wir hier? Noch eine Voranzeige. George Lucas auf der Fantasy-Weide. Ach, Willow. Ein Willow-Bericht, Alter. Auch nicht schlecht, Alter. Schon mal, dass das gerade läuft, Weihnachten 88 in den Kinos an. Ja, da muss er ja schon fertig gewesen sein. Was habe ich gerade gesagt hier? Ich kann mir auch nichts merken. Juni 88. Ja gut, halbes Jahr später dann. Ach so, American Ice Cream, zweiter Teil. Na dann, ja, das müssen ja auch Streifen sein. Suche ich mal demnächst. Gibt es bestimmt auf YouTube oder so. Ruskis, Alter. Okay, Sommer des Falken. Im Urwald ist die Hölle los. Dom de Luise, ja. Sagt mir auch noch was. Hier, ach, jetzt geht's wieder los. Ufa-Kinos in Berlin. Ja, warum kein Special von Ufa-Kinos in Dortmund? Wahrscheinlich war das in irgendeinem Heft und ich hab's nur nicht mitgenommen, ne? In der Arche ist der Wurm drin, Alter. Guck mal, geil, die Projektoren halt. Ey, das ist so fett, Alter. Ey, ich liebe solche Kinos, ey. Verdammte Scheiße. Nicht so wie jetzt diese riesen Kinos, Kack. Filmbühne Wien, Alter. Und steht hier noch, wie groß die sind oder so? Marmorhaus, Berlin. Ach, Kacke, ey. Ja, Berlin, Berlin, Berlin. Toll, hört auf zu klopfen da unten, Alter. Was ist da los, ey? Ruskis, Can't Buy Me Love, Alter. Ja, gut, auch ein Klassiker, ne? Ein Klassiker. Oh, hier, das ist auch ein Klassiker. Near Dark, Alter. Das ist auch ein, ich wollte gerade sagen, von Catherine Bigelow, Alter. Den Namen, den vergisst man auch nicht, komischerweise. Near Dark ist ein geiler Vampirfilm. Also wer den nicht kennt, gebt ihn euch mal. Gibt's mittlerweile auch seit Jahren, denke ich mal, uncut. So. Also früher waren die auch mal gecuttet. Das Jahr der Aufklärung, verbotene Früchte, Alter. Was ist hier los? Was haben wir hier? Jane und die verlorene Stadt. Ja. Sieht man ja schon, dass das alles so. Ja, ach guck mal hier, extra noch ein Special sogar. Darüber. Schön. Toll. Wunderbar. Große Clou beim Interview. Bla 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 bla. Die Oscar-Zombie-Show. Was ist hier los? Wieso die Zombie-Show? Ronald Reagan, was? Ich versuche mal zu über. Ja, ich sehe gerade nichts wegen Zombie. Wahrscheinlich, weil die alle schon geliftet waren. Die 1000 Gesichter des. Oh! Oh, ein schöner Bericht. Die 1000 Gesichter des Tom Savini, Alter. Geil. Creepshow Action. Ah, ein Savini-Monster. Das ist Dings hier. Day of the Dead, Alter. Der sich umdreht und die ganze Suppe da rausfällt. Ja, schön, Alter. Letztens ja auch wieder noch so auf irgendeinem YouTube-Kanal. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Die waren auch mal bei Savini da in dieser Effekt-School dann und so weiter. Und bei ihm zu Hause. Also der Typ macht eh geile Videos. Ich denke mal, ich habe es jetzt eingeblendet. Wenn ich es nicht vergessen habe beim Schnitt. Ja, ansonsten habt ihr Pech gehabt. Kelly McGillis wieder. Top oder Flop? George Lucas. Was haben wir denn da? Ach so, wegen Willow. Okay. Oh, hier, Critters. Auch geil. Ja, da bin ich ja jetzt auch mal gespannt, ne, auf den neuen da. Was haben wir hier? American Ice Cream Poster. Okay. Was gibt's Neues an der Sign? Hä? Was ist denn hier los? Zwei Poster? Jetzt haben sie aber hier. Ach so, nee, das ist das ja noch. Ich bin so doof, Alter. Mann, 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 da, das Monstrum, der neue King. Da wieder, wie werd ich Filmstar? Alter, Galaxia macht was? Galaxia macht's möglich? Was ist hier los, Alter? Ihr seid doch fertig. So, Deutschland, Film mit Parade. Drei Männer, noch ein Baby. Ödi, Pussy, Nuts, Alter, hier ist ja nur Scheiße. Fürsten der Dunkelheit. Oh, den habe ich auch im Kino gesehen. Alter, krass. Was war das jetzt? 88, ne? Herbe. Hä? 88 oder 87? Ich muss nochmal gucken, Alter. Ich kann mir nichts merken. 88 schon. Okay, weiter hier. Thema Zensur. Oh, das ist wahrscheinlich auch ganz geil. Hier Leserbriefe halt zum Thema Zensur. Ich glaube, das ist, kommt im späteren Heft nochmal halt so. Das ist gar nicht verkehrt, das auch demnächst mal nochmal durchzulesen, wie das im Jahr so und so war. Aber ich sag mal, kommt im Laufe des Jahres dieses Special. Wenn ich jetzt alles hintereinander rausballer, ist auch kacke. Ne, das macht auch nicht so Spaß. So,
Andy Garcia, American Roulette, Alter, ja, oh, hier Mafia-Action. Ja, die sind jetzt nicht so, ne? Coonskin, der sagt mir gar nichts, aber ist ein Bakshi-Film wieder. Ja. Mal ausschicken. Also, habe ich jetzt so gar nicht mehr auf Kette, komischerweise. Ja, das ist ja immer. Jetzt habe ich vorhin gar nicht geguckt, wie viele Minuten Platz ich noch habe. Inwiefern ich mich beeilen muss. Aber die Seiten kennen wir ja schon. Ursula Andres, Afrika Express, Alter. Schrei aus dem Jenseits, Monster Truck. Ja, das war ja zu der Zeit auch immer so, ne? Dass die ganzen, diese Monster Trucks halt und so, auch mit so Shows überall, Redman. Auch cool. Und hier schon wieder, Alter, ey, ey, ey. Ja, die haben schon immer ordentlich Fleisch gezeigt, gerade in den 80ern, ne? Gesucht, gefunden, ja, da habe ich nichts gefunden. Oh, die Sherry Coke, Alter, da ging's ab dann halt, ne? Gucken, was hier noch abgeht. So, 9. September 1988. Wir kommen dem Jahresende langsam zu. Sind, glaube ich, nur noch 2-3 Hefte. Hawaii Connection, Alter, ey. Das sind auch wieder Filme hier. Hairspray. Die Venusfalle. Ja, ja, das war auch so ein deutscher Hit oder so halt, ey. Das haben die ja Jahre später noch, Sonja Kirchberger, immer drüber gelabert noch, ey. Nosferatu in Venedig, ey. Ja, gut, das sind jetzt keine tollen Filme, aber Kinski, siebte Zeichen, war auch gar nicht so schlecht. Poltergeist 3. Ja. Leider dann auch schon lange nicht mehr so toll. Emanuel 6, Alter. Ja, wisst ihr Bescheid. So, demnächst im Kino. Roger Rabbit. So einen Hasen gab's noch nie. Auch nicht schlecht. Ne? Da nochmal das Halloween-Monster. Ach, war der 1. September 88. Gut, da war der da nur als Vorschau. Pathfinder, guck mal. Gab's ja später nochmal mit so einem Titel. Ne? Topline, Außerirdische gibt's die, sagt mir auch nichts. Sternkriege in Deutschland. Was? Panasensor, Deutschlands erstes Special Effects Studio, produziert die Astro-Saga. Astro. Aber Astro, ist das nicht mit diesen Alien, mit diesen Dingsmonstern oder so? Ich glaube ja. Aber guck mal, ganz geil. Auch, könnte auch ein Special wert sein. Prinz aus Zamunda, siebte Zeichen. Gut, da haben wir es ja. Jennifer Connolly, ne? Und Prochno. Ja. Ich sehe die Zukunft eher skeptisch. Ja, recht hast du gehabt, ey. Oh Mann. Frantic, Alter. Harrison Ford, super Film auch. Polanski. So, hier nochmal ein schönes Natalie Uhr-Bild von Emanuel 6. Eddie Murphy, Prinz aus Zamunda. Ja, ja. Mit Darth Vader-Stimme übrigens, ne? War doch so. Hier mit James Earl Jones auch. Schmeißt die Mama aus dem Zug. Auch geil. Hier die Mutter von den, jetzt weiß ich nicht, wie hießen sie denn bei den Goonies noch. Die Fratellis, Alter. Mutti Fratelli, Alter. Ach, Mann, ey. Geil. Ja, guck mal, das ist ja fast, was ist das hier? Von da mit zum Dings da, egal. Siesta, Alter, hier sind auch Sachen drin, ey. Ich weiß nicht. Oh, schön, Poster von Schmeißt die Mama aus dem Zug, das ist Mama, auch geil, cool. Nice, Stars und ihre Idole, Good Morning Vietnam, ja gut, das ist auch ein Film, ne? Der gehört auch in die Filmhistorie oder Sammlung, also für mich auf jeden Fall. Aber ansonsten Ereignisfilm. Was steht denn hier wieder? Achso, das sind so Vorschauen wieder. Ne? Und ich habe keine Ahnung. Hier ist echt so Zeug. Hollywood Stars hinter Gittern. Ja, mein Gott. Ey. Sind das Gitterfilme oder sind die wirklich drin? Horror in Paris. Achso, das Festival des fantastischen Films. Das ist nicht schlecht, weil hier halt echt so Maniac Cop sehe ich gerade. Dead Heat, Alter. Was? Argento auch wieder. Preise 88. Was hat denn hier gewonnen? Sieht man das hier? Guck mal, Near Dark hat gewonnen. Chinese Ghost, Alter. Near Dark, nochmal. Dead Heat. The Gate. Anguish. Maniac Pumpkinhead, Alter. Critters 2, Alter. Bad Taste. Special Splatterpreis. Bad Taste von Peter Jackson, Neuseeland. Stimmt, hier stand auch irgendwas über Bad Taste halt noch drin. Ist natürlich auch sehr interessant. Dann William Lustig, guck mal hier noch so ein Interview-Special. Maniac Cop, genau, der ist ja von Lustig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade hier finde. Pumpkinhead, Near Dark, Critters 2. Hier steht noch was. Ja, mein Dings macht hier schon wieder Faxen. Wahrscheinlich ist hier gleich alles vorbei. Ach, scheiße. Ja, ich finde es gerade nicht mit Bad Taste. Hier, Lucio Fulcis Zombie 3. Der ging halt voll unter. Ach, da.
Wenn auch einheitlich nicht sehr überzeugend, gewann der neuseeländische Film Bad Taste doch sehr viele Anhänger. Der total verrückte Film erzählt die Geschichte von einer Gruppe Außerirdischer, die auf der Erde landen, um die Menschen in Hamburger Fleisch für intergalaktische Schnellimbissketten zu verwandeln. Hier fehlt es wenigstens nicht an Originalität. Ach, das war schon dazu. Ja, schade. Wenn ihr gewusst hättet, was Peter Jackson danach noch schöne Sachen macht, ne? Großes Kino. Poltergeist 3. Krass, Alter. Ja, die waren auch verflucht, die Filme, ne? Wenn du überlegst hier, Heather O'Rourke, Alter, und Zelda Rubinstein, auch tot. Ganz krass, ja, hier, Halloween Monster. Halloween Monster ist doch Pumpkinhead. Genau. Das war wieder hier, ach. Und hier haben wir dann den Pinhead noch, Alter. Geil, Clive Barker, Hellraiser 2. Korrekt, News dazu. Ja, hier, da sag ich doch, wegen dieser Truck-Tour. Wisst ihr? Ich wusste es. Ah, Critters, cool. Super, super, super. Wunder in der 8. Straße, Rambo 3, Soundtrack, Sound, Weltraummusik, ne? Das ist natürlich geil. Hier, Boston Pops, Alter, John Williams, ne? Project X, Barfly, Masters, nochmal, wieder dasselbe Bild, nur. Ja, da habt ihr aber noch nicht so vernünftige, Salem, Brennen muss Salem, ne? Noch, nicht so Infos gab, Intros. Intros, Ufa-Kino, immer wieder ein Gewinn, 1500. lange Nacht. Sag doch, die haben da richtig Kinopartys gemacht, Alter. So eine Scheiße, ey. Das hätte ich ja gerne mitgemacht. Hollywood, Hollywood. Block A, was? Ach so, hier gab es so ein Studium. Irgendwas. Macht euch Standbild, guckt's an, weil ich... Leserbriefe sind auch interessant, aber da mache ich demnächst mal irgendwie die interessantesten Leserbriefe oder was weiß ich so. So, zwei Hefte noch. Wir müssen rennen, Alter. Wir sind nämlich gleich wieder auf 30 Minuten oder noch mehr. Also, das ist jetzt hier November 88 und dann kommt noch mal geil. Fatboys als Chaotenteam. Super, was habe ich mir letztens noch gegeben? Crush Groove. Auch sehr interessant, witzig. Filmmuseum New York, bla bla bla. Oh, das ist auch interessant hier. Guckt mal hier in die Ecke. Ein Film über die Liebe zum Menschen und was von ihm übrig bleibt. Nekromantik. Alter, wurde 88 beworben noch. Und dann war er auf dem Index oder beschlagnahmt, was auch immer. Dämonen 3, Alter. Ja, es ist ja eigentlich hier The Church. Naja, genau. Ah, hier stehen auch interessante Sachen. Da Chainsaw Massacre 3 wieder, bla bla bla. Egal. Letzte Versuchung Christi. Einmal hier wieder durchblättern. Ja, Fatboys the Movie, Alter. Falsches Spiel mit Roger Rabbit. So ein kleiner Artikel nur. Komisch. Ja, hier sieht man schon, dass die jetzt doch die Artikel viel kleiner gemacht haben. Zumindest auch die Bilder kleiner. Sonst hast du auch so ein bisschen Text nur gehabt. Aber größere Bilder dann oder mehr. Amazon auf dem Mond. Ja, ist hier die Anthology-Dinger. Ich weiß nicht, was hier so... Pantau, Alter. Nur die Werbung, keine Besprechung. Heart of Midnight. Also hier sind... Phil Collins Film noch, Braut des Prinzen, Beetlejuice und Fright Night 2, Alter, Mein Nachbar der Vampir. Korrekt. Ja, das sind ja auch Filme, ne? Rabenschwarze Nacht war ja schon geil. Damals auch voll abgefeiert im Kino. Beetlejuice, den habe ich gar nicht im Kino gesehen, komischerweise. Ich weiß nicht warum. Also, ich habe mir ja sonst viel gegeben, halt. Pantau habe ich auch nicht im Kino gesehen, aber egal. Aber geil auch, das sehen dann auch als Film, ich meine, als Kind gerade zu der Zeit, Pantau. Weißt du, da redet man sich hier den Mund fusselig und dann ist die Karte voll. Das gibt's gar nicht. Da sagt auch keinem einer, dass man für nichts redet. Pantau. Wie gesagt, aber dafür hat man ja, man kennt ihn ja, hat man ja als Kiddie immer gesehen halt und so weiter. Gut, 1984 hier, auch gutes Dingen. Und dann natürlich hier Colors, Farben der Gewalt. Erstmal der Soundtrack halt, ne? Ice-T ganz, ganz vorne, Big Daddy Kane, Eric B. and Rakim und so. Und was ich gar nicht wusste, dass Dennis Hopper halt Regie geführt hat. Habe ich nie auf Kette gehabt. Und irgendwie als Trilogie gesehen oder so von ihm halt, das Easy Rider, dann Out of the Blue und dann Colors sozusagen der Abschluss sein soll. Ja, haben wir natürlich alle immer gefeiert zu der Zeit, ne? Mit gefälschten Goldketten, unsere breiten Schnürsenkel, die uns zum Himmel tragen sollen. Fitness trage ich heute noch. Mal gucken, ob das noch was wird. Und ja, total geil. Also schwer abgefeiert halt so, ne? Jahrelang halt so. Und dann kam ja immer mehr von diesen Hip-Hop-Filmen, was auch immer dann halt so. Ja, gut, weiß ich nicht hier. U2, Tucker, ich dachte gerade Tucker und Dale.
Ja, oh, hier haben wir dann doch noch ein Special zu Roger Rabbit, ne? Das ist ja schon mal schön. Und ja, letztens noch so ein Special, so ein Making-of geguckt halt irgendwie aus der Zeit, was so eine Dreiviertelstunde geht. Und ich sag mal, das war ja wieder bahnbrechend halt, die Effekte, ne? Dass der Spielfilm halt mit, ja, mit Animation, mit Zeichentrick halt zusammengemischt hast halt und so. Total geil, wie die auch die Sachen gemacht haben da mit Luft... Druck dann und so, dass sie Sachen bewegt haben und so weiter und so fort halt. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, das Special. Ich denke mal, ich blende es ein. Wenn ich es nicht vergesse, wie vorhin schon mal gesagt, ne, dann könnt ihr euch das mal suchen. Ja, hier, geil, gab es dann natürlich auch das Buch zum Film, den Comic zum Film und die Originalfilmposter zum Film. Auch gut, ey. Was gibt's hier noch? Ja, Bruce Willis, klar. Ach, da kam Die Hard dann auch gerade raus. Korrekt, stirb langsam, ne? Das war natürlich auch ein Action-Spektakel, wo der dann damals auch schon umgeändert wurde, da mit dem Namen dann halt und so weiter, ne? So, da haben wir wieder Stars und ihre Idole, ne, und Idole. Ja, kein Plan. Oh, James Belushi hier, cool. William Dafoe, Alter, auch nice. Ja, Luc Besson, auch so ein Visionär halt, ne, der Filmkunst. Guck mal hier noch, Subway mit Christopher Lambert halt. Ja, wie gesagt, als Science-Fiction-Typen und so finde ich den geil, obwohl Leon der Profi auch total schöner Film ist. Auch voll geil, bockt sich schon halt, ne? Hier, Filmografie, was hat er da gemacht? Letzte Schlacht, Subway, Kamikaze im Rausch der Tiefe. Ach stimmt, der sagt mir auch noch was, ey. Eric Sever, kein Plan. American War Dog. Wie gesagt, da war nicht mehr so viel, was halt der super, das super Gewinnspiel für Splatter- und Horrorfans. Was kannst du gewinnen? Evil Altar. Na dann. Macht mal mit hier, wa? The Quick and the Death sagt mir auch noch was. Ach, das sind Video. Sind wir schon wieder bei Videofilmen. Ah, yes, Alter, sehr schön. Das ist natürlich, ne, wie gesagt, vorhin noch von geredet hier, von dem Jack Arnold erzählt. Ne, unglaubliche Geschichte des Mr. C. Hier, Incredible Shrinking Man. Geiler Bericht auch, weil hier ein bisschen über die, ja, über die Entstehungsgeschichte beziehungsweise wie das umgesetzt wurde. Ne, große Setbauten, Bilder übereinander und so weiter. Machen wir nochmal gesondert halt. Wie gesagt, da kann ich ja dann noch einiges machen halt. Das ist ja schön. Wie gesagt, immer so Ausschnitte aus, auch hier, Clive Barkers viertes Buch des Blutes schon. Also Ausschnitte aus, ja, verschiedenen Sachen hier, Berichten halt. Mein Gott, ey. Kein Wunder, dass das so lange dauert und die Karte immer voll ist. Und hier wieder, hallo Ufer, hallo Berlin, wieder nur Berlin. Warum nicht mal hier die Kinos in Dortmund, ey? Gab's bestimmt mal ein Special, nur die Hefte habe ich natürlich nicht mitgenommen. Leserbriefe, hier wieder Filme pro und contra immer zu filmen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber wie gesagt, das mit dem Schnittberichten machen wir auch nochmal extra. Vorschau, Gespensterjagd, ja, ich bin mal gespannt. Pelle der Eroberer, Roboter auf Gangsterjagd. Was denn noch alles? Ja, unter Jagden. Ja, das ist krass, dass hier nur immer Tabakwerbung hinten drauf ist, ne? Herbe. So, dann haben wir jetzt hier das letzte Heft für 1988, die Dezemberausgabe. 100 Seiten. Oh, fängt schon gut an. Onkel Schorsch am Start. Nummer 5. Schauen wir mal. Naja, scheiße, das Licht jetzt von oben wieder so doof eingestellt, aber Kerl, wir sind hier nicht im Fernsehstudio, ja? Guck mal, Keanu Reeves, Alter, Prince of Pennsylvania, da war er 24. Krass. Super. Oh, schönes Bild von Willow, guck mal, Indy wieder. Was? Eine schlechte Note in Geografie für Indiana Jones und die Drehbuchautoren, weil nicht nur mit Zeiten und Ländern, auch mit den Himmelsrichtungen nehmen es die Filmemacher nicht so genau. Was steht denn dazu? In Jäger des verlorenen Schatzes blickt Indiana Jones auf eine Landkarte, auf der deutlich das Wort Thailand zu lesen ist. Der Film spielt jedoch im Jahr 1936 und damals hieß Thailand noch Siam. Ja, mein Gott, das sind Filme, Alter. Kackt doch nicht so an. Das ist keine Dokumentation. Rob Lowe, Alter, ja. Charlie Chaplins Schuhsohlen, aha. Münchhausen, obwohl der auch nicht schlecht war. Geil, alles ist wahr. Das ist ja wie jetzt, ne? Bei Last Jedi, die Erwachen der Macht war das, ne? So, Kino Top 10. Roger Rabbit auf 1, stirbt langsam. Ich und er, Zamunda, Beetlejuice, Big, Midnight One, Presidio, Tucker, ja. Puh. Ich muss schlafen, Alter. Schon spät. Die Nacht des Malers, Sehnsucht, Broken Nose, was ist hier? Ah, oh, jetzt geht's aber hier los mit Werbung, ne? Weil in anderen Heften doch nicht, oder vertue ich mich jetzt? Träume der Liebe, die Mafiosi, Brot, also, ja, die sind echt relativ langweilig jetzt, die ganzen Hefte, ne?
Also, weiß ich nicht. New British Cinema, ja. Und wie gesagt, ist halt sehr auffällig, dass die Berichte immer kleiner werden. Die Fotos halt, ne, und das, was ist das denn hier? Hexen gibt's die. Ah, ein Special, was? Witchcraft. Achso, nur zu Witchcraft. Der Fluch. Das ist aber nicht Dings, ne? Nein. Elmer, ach geil. Erstmal geil, die Geister, die ich rief. Ist natürlich auch ein Highlight der 80er noch, also der Spät-80er, ne? Scrooge da ist er im Original, ne? Bill Murray, Alter. Karen Allen halt natürlich. Und Dings wieder, hier, Mutti Fratelli wieder, wa? Geil. Elmer, das ist auch ein geiles Ding, Alter. Brain Damaged im Original, genau. Elmer, ich dachte, er ist immer hier, sein Pillemann spielt verrückt, aber das ist ja so ein Gehirnfresser. Willow, boah, den habe ich auch schon 100 Jahre nicht gesehen. Guck mal, Warwick Davis, Alter. Unser guter Wicked und Moderator der Celebrations. Hammergeil. Ah, ja, hier haben wir doch auch wieder was für demnächst dann mal, um das mal durchzulesen und ein bisschen Worte darüber zu verlieren. ILM, Industrial Light and Magic, ne? Träume und Illusionen vom Fließband. Kai Meier wirft einen kritischen Blick in George Lucas Traumfabrik. Ja, bin ich mal gespannt. 3 Seiten. Schönes Bild hier nochmal. Geister, die ich rief. Geil, auch Elmer hier nochmal. Fett, fett. Nummer 5 gibt nicht auf. Ach so, ein Roboter auf Gangsterjagd, deswegen. Ja, gut, aber gehört auch zu den 80s-Klassikern für mich halt. Der Münchhausen, der war auch gut. Ich weiß gar nicht, von wem der ist. 40 Millionen Dollar. Ja, der alte natürlich mit Hans Albers ist auch Classic, ne? Aber es tut mir leid, ich bin gleich am Einschlafen. Ich muss was anderes machen. Vielleicht ein bisschen Ballett machen. Anna, Alter, das ist auch ein Scheiß, Alter. Gab's das nicht erst als Weihnachtsserie? Ja klar, Weihnachtsserie im ZDF, ne? Wie Patrick Bakar, was gab's noch? Silas immer. Nesthäkchen, hast du nicht gesehen, aber na gut, das brauche ich nicht. Ah, hier, Dennis Hopper, Farbe bekennen. Hier ist nochmal ein Interview dazu, okay. Könnte man auch mal extra besprechen. Wahrscheinlich hätte ich gar nicht die Hefte so durchblättern sollen, sondern einfach immer Stück für Stück halt ein Special machen müssen. Nein, aber jetzt habe ich so rumgemacht und dann gibt es demnächst die anderen Sachen dazu. Ach, hier ist echt nichts Cooles. Stormquest, aber das wären wieder so Filme, die ich mir jetzt sonntags immer geben würde halt, ne? So hier Sonntag, Abenteuer, Amazonen, Conan, He-Man mäßige Typen, die gegen Monster kämpfen oder irgendwelche bösen Wolfmen. Ey, was ist denn los? Boah, gut, dass ihr mich nicht gähnen seht. Gore. Das ist auch wieder so ein Film hier. Gore, Alter, ey. Ohne E, also nur Gore. Ne? Gore. Geil, will ich auch haben. Filmtipps vom Fachmann. Ja, falsches Spiel mit Roger Rabbit und bla bla bla. Möchte mal wissen, welche Fachmänner das sind. Das kann man sich ja demnächst dann mal geben. Ach so, da gab es schon ein Abo. Ja, wie lange gab es die Filmlust? Guck mal hier wieder. Treffpunkt Ufa-Kino. Ja, und wieder. Und wahrscheinlich wieder in Berlin, oder was? Ja klar. Kurfürstendamm wieder. Dirty Dancing Marathon. Guck mal da. Klaus-Maria Brandauer am Start. Ja, weiß ich nicht, ob es das bei uns in Dortmund alles gab. Das ist natürlich auch geil. Immer hier Filmbücher dann und so. Ich weiß jetzt nicht, ob hier was... Obwohl, hier gab es mal irgendwo ein Tanz der Teufel-Ding auch. So ein Special dazu irgendwas. Bei Roger Rabbit. Nochmal die Werbung. Weil ich nicht... Ah nee, ich war im anderen Heft gerade. Und die Dinger kennen wir jetzt auch schon zu Genüge. Soundtracks haben wir hier noch, ja, Beetlejuice, Danny Elfman, das kann man sich geben, Goldsmith, Jerry, ne? Alien, auch immer gut, Leserbriefe, ist auch immer so ein Ding, ne, für dich, geil, waren jetzt hier eigentlich diese Pro- und Contra-Sachen drin, ja, ne, Top-Tipp für Sammler, was ist das, achso, das sind die Hefte noch, Autogrammadressen, Geburtstage, Steven Spielberg hat am 18.12. Geburtstag, guck mal, da ist er 41 geworden, 1988, haha. Du musst dir mal reinziehen, Alter, wie alt die jetzt alle schon sind. Ja, irgendwann ist keiner mehr von den guten alten Filmleuten am Leben, Alter. Das ist doch scheiße. Dann geht's dir so wie unseren Eltern und Großeltern mit Stars der 50er und 30er und so, ne? Ja, das war's. Hier kannst du nochmal die größte Taschenlampe der Welt von Marlboro gewinnen. Und Ufa. Dann haben wir noch die Vorschau von dem Heft, was ich nicht habe. Cocktail ist da drin, ja. Moonwalker. Wolfsmith Critters 2, ja, das war's dann auch. Patrick Swayze noch drin. Ich habe keine Ahnung. Oh, mag keine Zigarettenwerbung, sondern Buttermilk Fresh. Ja, dann werde ich mir jetzt auch ein Buttermilk Fresh reinziehen und übergebe mich zum Schlusswort. Ach ja, das war's dann leider.
mit den Filmillustrierten. Das war die letzte vom Dezember 88. Ich frage mich, ich weiß gar nicht, wie weit das ging. Ich hätte mal gucken sollen, weil da lagen ja noch ein paar Hefte rum. Ich habe aber nicht alle genommen, sondern dachte, ja, die war da aus der Kindheit, Anfang Teenie-Zeit halt so, weil da kann ich mit dem Film auf jeden Fall mehr anfangen. Habt ihr jetzt gesehen, mehr oder weniger. Und ja, ich weiß gar nicht, wie lange die geprintet worden sind, bis die eingestellt worden sind. Weil Filmillustrierte, wie gesagt, total geil, hat man ja teilweise an den Leserreaktionen gesehen, ne, dass sie besser fanden schon als Cinema und so weiter. Wie gesagt, fand ich auch super. Cinema hat zwar jährlich immer so einen geilen Filmposterkalender gehabt, kann ich mich nicht dran erinnern, aber andere Geschichten. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Durchhalten. Ne? Wie gesagt, sind ja immer ein paar Minuten. Und ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe nämlich noch, was ist das, da wir hier mit 1988 aufgehört haben, könnten wir noch das Filmjahresbuch von der Cinema von 1989 müsste das sein. Na, wie gesagt, da, gut, in den 90er war ich auch nochmal schwer auf Filme halt und so, aber das ist halt immer noch, was ich so mit der Jugend verbinde halt und so. Das geben wir uns dann irgendwann demnächst, aber ihr wisst, zwischendurch kommt Krieg der Sterne, die jetzt die auf der Tour am dran sein, solange es die Gesundheit mitmacht. Und noch ein paar andere Überraschungen. In diesem Sinne, Peace and Justice gesagt, danke fürs Zugucken, dass ihr, ja hier, an der Linse bleibt, am Monitor bleibt, am Handy, keine Ahnung, wo ihr das guckt. Könnt ihr auch mal auf Leinwand gucken, in groß mein Kopf, ne? Was auch immer, ich laber schon wieder Kacke. Ich muss raus, die Sonne scheint. Ich muss noch auf der Tour ein paar Sachen abfilmen. Tschüss. Reicht jetzt.